Morgen. Ja, heute. Wie sind die Intervalle mit dem Line? Ja, tageweise. Heute bis heute Abend, immer bis abends. Lassen. Zwei Tage dann bis morgen Abend oder Montag früh, weil sonntags geht es halt auch mal bis zum Montag früh. Das ist die tiefste Position, die geht. Okay. Allerdings für den Durchsatzfehler dann noch ein bisschen ein. Okay, ja. Sollte eigentlich zu handeln sein, aber es ist halt. Ne? Ja, das ist echt nicht. Na klar, ne? Ein bisschen höher könnte er sogar beim Fahren. Ja, ja, beim Fahren so vom Treten her, aber da komme ich locker noch. Ja, machen wir das. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Hallo, herzlich willkommen. Also, ich bin ja gar nicht dazu gekommen. Jetzt geht's wieder weiter im Laden. Habt ihr gesehen, geht gleich los. Ja, unglaublich, ja. Ein platter Reifen. Hier ist aber gar nichts den ganzen Tag. Nix. Nur bla 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 bla. Und heute machst du die Tür auf. Der erste, zweite. Gleich kommt die dritte, die holt oben Rad ab. Ich hab die ganze Woche, glaube ich, kein Rad vermietet. Ja, gestern Nacht für heute. Und jetzt heute Morgen. Schon mehr als die ganze Woche über. Nochmal gestern auf Mittag, war ein kleiner Schwarzer hier, war mit dir, wa? Wo soll ich denn das wissen? Naja, ich weiß, ich hab den gesehen, mit dem du unterhalten hast. Hä? Der war, ja, und der war munter im Fernsehen drin und erzählt hat. Wer denn? Ja, der aus Uganda ist der. Kenn ich doch nicht. Der hat eine Mütze nach hinten hoch. Deswegen kennst du, der war so ein bisschen. Und der von sich kennst du, der rennt ja immer rum. Den kennst du hoch. Da kennt er den. Und wie heißt der? Die haben den Fernsehen am Montag eine Abendschau gebracht. Na, wer ist das? Der macht Judo und alles sowas. Von sich kennst du, mir fällt der Name, der weiß ich mir den Namen, wie der heißt. Den weiß ich nicht. Kann ich auch Kopf nicht sagen. Boxen macht er. Boxen, ja. Den Boxer meinst du? Den Boxer, du, ich weiß. Ja, den kenne ich. Was ist mit dem? Ja, der ist ja öfter mal im Fernsehen. Ha? Ja. Wusste ich gar nicht, ich habe den das erste Mal gesehen, der ist so irgendwie Boxweltmeister oder so. Ja, gewesen. Ja, damals schon. Und der, ja. Der macht im Fernsehen, der macht im Fernsehen. Ja, der macht Kinder, mit Kindern macht der viel. Ja, haben sie mit Minute im Fernsehen. Ja. Das ist natürlich. Umberto. Was? Umberto. Umberto, jetzt weiß ich. Ja. Ja, Thomas. Ja, aber was ist denn mit ihm? Das wollte er gestern sagen, ich habe mich so gefreut. Mensch, was sind denn Leute, die hier links sind, im Fernsehen zu sehen? Ja. Alles klar. Wolfgang, wir sehen uns später. Kommst du rum? Halt. Ja! Bis später. Ja. Ich hab nicht immer Zeit, Wolfgang. Oh, und dann fragt er mich auch noch an den Leuten, wo ich froh bin, sozusagen, dass der Tag um ist. Dann fragt er mich noch, was ist denn aus dem geworden und was ist denn mit dem und was ist denn mit dem. Wolfgang, frag sie doch einfach selber. Bevor ich hier was anderes mache, wollte ich jetzt erstmal Ständer an und das Bad. Ein Doppelständer, den hatte ich jetzt noch hier rumliegen. Doppelständer verbeugt so gut wie nie. Ihr mag das bei dem Modell aus folgendem Grund. Bei diesem Modell vom Fahrrad hier löst sich gerne mal hier unten diese Platte, die Montageplatte für den Ständer, die Plätscherplatte sozusagen.
Und deswegen kommt hier oben ein Ständer mit Gegenkonterruf. Weil dann ist diese Druckbelastung von der Ständermontage nicht nur auf der Platte hier unten, sondern wird auch von der Platte hier oben gehalten. Dadurch hält es länger. Also bei den Modellen vom BBF, diese einfachen Geschichten, Oslo, Fano, Lille, was weiß ich, diese ganzen einfachen Geschichten, ja, Stahl, einfache Stahlrahmen mit diesen Plätscherplatten oder Ständerplatten unten dran, macht einfach einen Ständer mit, nur als Tipp, mit Gegenhalterrand, mit Gegenhalterplatte, weil das ist einfach besser, ist gesünder für den Rahmen, hält länger. Gut, bei mir werden die oft benutzt, die Ständer. Und manchmal unsachgemäß. Es hält einfach besser so. Hallo, was ist denn da los? Familienauftritt? Ja. Auftritt Family, hallo. Guten Morgen. Bist du noch alleine? Ja, klar. Ich habe einen Kontakt. Zwischen 10 und 11. Ach so, klar. Dann kann er noch ein bisschen eingucken. Okay. Weil jetzt sind wir von 9 bis 9 da. Ich habe ein schönes Fahrrad. Ist nicht dein Ernst. Echt? Papa, das ist ein schönes Fahrrad. Papa, wer hat das Fahrrad? Mir. Dir? Aber du passt das mir, dir. Nee, mir passt das nicht, aber es gehört mir. Nur es ist leider so nicht fahrbar. Aber schön, dass du es schön findest. Aber, wahrscheinlich nur wegen dem Ohr. Aber ich kann aber da drauf sitzen. Ja, probier mal. Ich hab aber Angst. Siehst du? Geht nicht, ne? Ja. Bisschen zu groß. Ja, das sind so große Schulkinder. Ich kann ja festhalten. Probier mal. Kriegst du deinen Fuß rüber? Ein Damenrad. Ladies Bike, Ladies Bike. Na, wir gucken mal. Für dich kriegen wir auch, wenn du dann irgendwann Fahrrad fahren willst, kaufen wir dir auch ein schönes Fahrrad, okay? So was? Na, so ähnlich. So klein, aber sowas hast du Angst. Aber schön. Aber sowas habe ich Angst. Angst. Ja, doch. Aber ist das kaputt, ne? Das wird jetzt wieder ganz gemacht, das Rad. Also, Papa. Ja. Das hast du eigentlich fest gemacht. Der Schraubstock ist fest, ja, Gott sei Dank. Der ja, schön, was. Womit habe ich das verdient, diese. Na, wir sind auf dem Weg zum Bäcker und wollten kurz bei dir zu. Oh, ist das schön. Ja, ich freue mich ja, Mensch. Das ist ja richtig. Ist ja richtig toll. Papa, aber. Wer hört das? Gehört. Mir gehört das. Die ganzen Sachen, die du siehst, gehören mir. Habt ihr denn schon ist Zeit? Ist aber eine mein Schlüssel, den ich gebaut habe? Papa, ist das aber deine Sachen? Cool. Papa, ist das aber deine Sachen? Geschenk. Nee, es ist kein Geschenk, da ist ein Handschuh drin. So einmal Handschuhe, allerdings sind die. Deine alle. Handschuhe? Das sind einmal Handschuhe, guck. Das sind zu wickeln. Zum Wickeln? Ja, die Erzieher tragen sowas beim Wickeln, ne? So, ja. Aber ich passe da gar nicht rein. Aber oh, du bist so groß. Ich hab groß. Eva hat sowas auch. Ich will haben. Aber für mich gibt's jetzt nur eine Aufgabe. Deswegen habe ich mir gestern Abend gedacht, ach wisst ihr, gehst du gleich noch zu Aldi? Hast du halt Bike bei, musst die Kaffee nicht mal tragen. Ja. Ich meine aber was anderes. Mami? Ja, ich bin hier. Hallo. So. Ja? Ich dachte, du kannst mir schon mal Geld geben. Ja, ich dachte, du bringst mir eine erfreuliche Information. Achso, nee, das konnte ich noch nicht. Aber Scarlett ist dran vorbeigelaufen und sie gleich so, wow.
Echt? Ja. Ah, hier, Hollandrad. Hollandrad, ja, viele Hollandräder, bitte. Na, nur. Das ist der Rennort. Schalt und Schicht, Bremse quietscht. Hallo. Bremse quietscht. Hallo. Ja. Ups. Ist schön, hä? Ist schön. Zum Wege. Auf dem. Abbauen. Aus. Scheiche. Hier. Ah, Hoppinon. Hacken. Auch mal. Auch neide alle kaputt. Nein, nicht. Mach was. Ah, ich bin hier. Abhauen. Auch hier. Hoppinon. Aber gut, kaputt. Auf. Aus. Ich dein. Ich weiß, du weißt. Hey. Ja. Ja, Patrick. Hallo, alles gut. Patrick mal wieder im Fahrradladen hier. Selten, seltener Gast. Hier, guck, Patrick. Immer weg, zack. Ah! Ja, ist er. Herr Patrick ist ja immer total schnell. Der weiß auch eigentlich alles. Der sagt das nur mal nicht. Das klingt jetzt doof, aber. Der hat ja immer das Gefühl, dass man selber mehr weiß als er. Dabei weiß er eigentlich alles. Das ist ja Krieg. Hier? Ja, genau. Hoch, nur hoch, bleibt. Vor. Na? Kette ab. Hier. Raus. Perfekt. Ja. Ah, ja. Na gut. So, was umdrehen wir. Kann ich dir sagen, wenn ich mit den Speichern ja. Eben mal rum bin. Was dann hier? Weiß ich, ob ich länger brauche oder nicht, weil da waren drei verschiedene Speicherlängen oh. Drin. Ah. Aufpassen, aufpassen, Kopf. Alles hier weg. Tommy, soll ich hier oben bleiben? Soll ich oben bleiben? Das Fahrrad? Ja, warte, ich komme. Drei verschiedene Speichen legen. Ja, das war wie ein Übungsfelge von uns. Das ist so gut. Ah, ne. Ja. Ja. Geil. Hallo. Hallo. Habe einen Delfin. Ja, jetzt so. Was hast du denn Delfin gefangen? Hä? Achso, der Baum. Ja, Giraffe. Ist die? Ja. Ja, Giraffe. Ja, eine Giraffe. 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 So. Hier, stabil, stabil. Stabil. Stabil.
Original, original, original. Ah. Vom Ian. Ab. Aus, ab. Pa, nee. Nee. Pa, nee. Neu, neu. Ah, wo? Oh. Immer besser, neu. Ah, Ian. Ich hab Gummibrot vorhin. Ja, was machst du mit dem jetzt? Ja, den habe ich doch gerade da drapiert jetzt. Ja, ja, aber jetzt bleibt die Wurzel so. Der bleibt so, der wird irgendwann wieder. Genau, irgendwann wird er wieder. Der kommt wieder. Und wenn es in 10 Jahren ist. Ist egal. Aber ein bisschen Erde brauche vielleicht. Ja, das habe ich jetzt vorhin erst drin getan. Mineralstoffe. Ja, ja, der braucht. Den pump ich voll mit Drogen. Den pumpst du. Pumps, da wird man Anabolika brauchen. Ich so ein Popeye-Muskel. Das ist so ein Stamm, Alter. Oder zwei Klöten und so. Da ist immer so ein Gehänge dazwischen. Schön. Ja, da habe ich ein bisschen anders eingerichtet hier. Ein bisschen lockerer. Ja, aber. Ein paar, da hast du jetzt einen Schab und ein paar Kameras. Aber die sind doch schon bestimmt lange da. Drei davon sind lange da, die anderen sind hier. Die außen ist, habe ich jetzt gerade erst gekauft. Ach so. Die ganz außen in der Kiste. Ja. In der, diese Filmkamera und die dort in der schwarzen Kiste. Einfach. Sie. Ja, mit komplett Set. Die ich jetzt gerade erst geholt. Guck mal. Ja, die Kühe. Ach so, klar, hier. Ah! Oh, die schwarzen müssen aufgehen. Ja, ja. Die sieht jetzt hier gerade. Hier. Oder hier klein. Klein. Ja, hier. Komm, hier, bitte, ja, nein, 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 nein. Packer, machst du heute Fahrradkurs? Ja, naja, Patrick braucht den. Wenn der schrauben kann, dann er. Jetzt mit der Muttermilch hat er da Fahrradöl bekommen, statt Muttermilch. Echt? Hohlquatsch, so richtiger Schrauber, richtiger Crack. Ja, du brauchst jetzt zwei Jungs. Du speichst auch ein, oder? Ja. Er speichert nur nach, ich speichere ein. Ja, das ist schon das zweite Mal heute. Weil irgendwie, das eine war mal mit halb neun speichen und jetzt, der geht dann halt manchmal auch nicht. Man muss halt komplett neu, müssen wir mal ausspeichen. Ist ja nervig halt, weil man die Arbeit selber machen muss, aber ja. Es ist halt so. Es ist wie das. Dafür wird es am Ende dann jetzt eben gut. Das andere wäre eh nur so eine Zwischenlösung. Dann fallen die nächsten Speichen aus, meist. Und ja. Das ist dann scheiße. Dann reißen die alten, dann musst du wieder welche ersetzen. Und dann musst du immer wieder Hinterrad ausbauen, immer wieder ran. Das ist dann Quatsch. Hier ist der Tischständer. Komm mal. Später. Ja, gut. Speichen wir bestimmt. Und andere Seite. So, ich muss wohl noch ein bisschen. Ah, so. Oh. Salut. Und was war das? Patrick! Patrick! Tschüss! Hier! Komm mal an, hier, okay. Ich bleibe. Abbauen.
Gut.
Ihr Paar. Oh, ja. Alles wieder ausgespeicht. Was? Ja. Ach hör auf, ey. Ja, waren zu kurz. Ich hab jetzt 94. Ja. Mal gucken. Okay, okay. Nein. Anklemmen.
Problem, ne? Ja, das ist aber richtig bolzen. Ja. Ben! Die Pappe! Hier ist okay, aber... Lena schon ein paar Zähne. Ding oder was? Ist mehr Metall oder mehr Plastik? Ja, das Metall ist wahrscheinlich das teuerste daran, damit das noch was aussieht. Damit es ein bisschen Gewicht hat, ne? Ist ja, ja, und ein bisschen was aushält, wenn man mit Fuß drauf tritt. Genau. Ja, da haben sie aber schon gute Kunststoffe, also da wollen sie sich nicht verstecken. Das hat tatsächlich was mit Haptik zu tun schon, mit verkaufsfördernd. Ah, warte, ich muss mal. So, der Roger aus Kamboga ist da, Kambodscha ist da. Ach der so. Roger aus Kamboga. Ah, hier ist ja Livestream. Der Roger aus Kamboga. Der Roger. Ja, ich muss erstmal. Roger. Du wirst schon offiziell, ich bin noch in der Planung. Ja, aber glaubst du, hier wird irgendwas geplant bei uns? Glaubst du echt? Glaubst du echt, mein Leben wäre geplant? Nee. Ja, guck dir mal an, hast du mal gesehen, wie das hier aussieht? Das ist anders, ne? Guck mal. Was hast du dazu? Ist anders? Gut? Gefällt dir? Anders? Schön? Ich habe heute Morgen zwei Stunden umgebaut. Das war doch letztens schon da. Nee. Na klar, die Wand stand schon da. Ja, die Wand stand schon da. Ja, das stimmt. Ja? Rohr war auch schon da. Ja, stimmt, das ist richtig. Warte mal, lass mich kurz überlegen, was war denn da? Ja, ist nicht so wichtig. Doch, irgendwas finde ich. Ja, das da. Das Teil, wo der Dings drin stand. Das stand da drüben. Ja, jetzt komme ich ja dahinter. Ja, Klotz. Ja, wirkt auch. Der Schlachtklotz. Genau, Schlachtklotz. Achso, ein bisschen, mal wieder anders dekoriert, quasi. Auf der anderen Seite. Herr BD? Sollte das nur temporär sein, nur. Hallo. Hallo? Wieso nicht? Weil ein toter Baum ist. Ja, ist nicht tot. Das ist tot. Was? Sag mal, ist Halloween nicht später? Ja. Nee, Moment mal. Das ist in Ordnung. Das ist Künstler, die sind so. Das ist so. Völlig wertfrei. Wo sind wir denn? Na, Köln. Kreuzköln. Himmelsland halt vorne lernen. Also. Ich such mal. Also, das ist jetzt mal einfach nur mal so ein bisschen. Improvised. Unkoordiniertes Durchhören. Dazu übrigens. Ja. Eigentlich.
ging völlig ab. Das ist deine oder ist deine? Nein. Aber der ist flexibel. Zumindest zeittechnisch gesehen. Für eine halbe Stunde mal. Der findet immer wieder nach Hause. Genau, deswegen für eine halbe Stunde mal. Ja, ist so. Ist ein Trick mit dem Faxen. So, Leute. Yay. Mein erster Auftrag heute. Tretlagertausch. Tretlagertausch beim FAG-Lager. Wow, ich hasse es. Ich hasse es. Ich probiere es trotzdem. Geht los. Okay, Leute. Gucken wir uns mal das Tretlager an. He? Schau mal hier. Was ist denn hier das Problem? Das ist das Problem. Der Tretlager ist schon so ein bisschen durch, ne? So. Also schrauben wir mal. Schauen wir mal. Schrauben wir mal auf. Okay. Habt ihr das überhaupt drauf? Ja, toll. Schön. Ganz toll. Was ist das denn? Einfach rausgenommen. Ja, mal gucken, ob das abgeht hier. Okay, die Seite geht schon mal gut raus. Nehmt den auch das nicht. Okay. Okay. Dann bin ich ganz glücklich. So, ich habe jetzt das Tretlagergehäuse ein bisschen sauber gemacht mit einer Bürste, so ein bisschen durch mit einer elektrischen. Jetzt kommt ein bisschen Fettung rein, ein bisschen Fett und schmier das hier rein. Das geht darum, dass man dann in ein paar Jahren das
den der Tretlager, wenn es wieder durch ist, auch wieder rausbekommt. So ist es jetzt gefettet. Jetzt messe ich die Tretlagerlänge aus hier, die Achslänge. Und werde schauen, ob ich die gleiche Länge nochmal da habe. Also, hier haben wir 122er. Ein bisschen Fett auf die Tretlagerachse. Tretlager Schrauben rein. Die dann mit ordentlich Kraft anballern. Super, ja Mensch. Den Kettenschutz wieder ranschrauben und fertig ist es. Das wäre der Tretlagertausch. Der war jetzt nicht wirklich aufregend, ne? Da ist eine Klemme geblieben oder so. Ja, das ging, der ließ sich ganz gut lösen. Und Pfoten waschen. Ja, das freut mich. Ich habe eine Seite geschafft. Am Montag mache ich die andere Seite fertig. Und dann bin ich durch mit meiner Vorbereitung für den Winter. Hier drin habe ich ein bisschen aufgeräumt oder umgeräumt vielmehr. Ja gut, diese Felge, die wird ja noch verarbeitet. Hoffentlich schafft er das jetzt am Montag einzuspeichen. Dann ist nämlich auch dieses Rad hier endlich weg. Neuer Sattel kommt natürlich noch drauf. Ja, die Schaltung ist ja dann da drin. Ja, was gibt es da noch zu sagen zu diesem Rad? Ja, eine Nabendynamo Vorderrad müssten wir da oben irgendwo haben. Das Licht habe ich ja schon angebaut. Dann ist das Rad eigentlich soweit fahrbereit und fertig zur Vermietung im nächsten Jahr. Es sieht ein bisschen schäbig aus, gebe ich zu. Aber für Vermietung jetzt mache ich mir jetzt nicht mehr so viel die Platte, ehrlich gesagt, weil da kommt, da das war dieses Jahr überhaupt nichts. Und das ist, kann man auch getrost. Vergessen. So blöd wie klingt. Ja, danach sind noch diverse Tage, die ich hier verbringen muss. Natürlich. In diesem wundervollen Bereich, den ich dann komplett zu räumen habe. Und zu sortieren. Da bin ich ja hier hinten fertig, tatsächlich. Hier hinten ist ja alles clean, alles wunderbar, alles toll. Ja, die Reifen, Kleinigkeiten wie die Reifen, die da angehangen werden müssen, das ist noch zu machen. So eine Sache, aber hier soweit alles durch, die Räder sind gestellt, das ist in Ordnung, das ist schick.
dann fange ich eben an, hier diese Ecke zu machen. Da werde ich einfach lang nur Schlösser machen. Zum Beispiel. Schlösser aufflexen, Ketten herstellen und so weiter. Ja. Die Fitness-Ecke werde ich neu machen. Hier den Bereich hier, diese Dunkelkammer, die werde ich neu machen. Ah, ich habe schon wieder die hohe ISO-Zahl drin. Ach, es tut mir leid. Dann habt ihr ja wieder so ein Flimmern den ganzen Tag. Hatten wir gestern also so ein Bildrauschen. Ich habe es vergessen. Es tut mir leid. Ich setze sie gleich runter. Achtung, mache ich jetzt. Achtung, jetzt wird den Vergleich. Ihr werdet es gleich sehen. Ich fülle mal die dunkle Ecke. Schaut mal, wie er hochgeht. Habt ihr gesehen? Achtung. Und jetzt? Das ist die normale Einstellung. Was haben wir denn hier? Haben wir da einen kleinen Ghost hier oben? Seht ihr den? Da ist er. Ich hier hoch, hier ist er weg. Ja, wie auch immer. Ohne Bildrauschen. Es tut mir leid. Jetzt erst. Also wie gesagt, ich bin nicht ganz weg aus dem Laden. Es gibt viel zu tun. Hier die Ecke sortieren, sortieren, sortieren. Die Ecke hier sortieren, sortieren, sortieren. Und natürlich die Ecke hier sortieren, sortieren, sortieren. Die Ecke ist gemacht. Die Ecke ist gemacht. Also toll ist nicht. Die Ecke ist auch gemacht. Schaut mal hier. Montageständer steht. Fantastisch. Ich freue mich sehr. Da unten kommen noch die Restbohrer hin, die sind alle da liegen erstmal. Die kommen von da nach da und dann ist wieder alles schick. Yay! Also, ich würde mal sagen, ich mache Feierabend. Der Roger wollte eigentlich noch mal vorbeikommen. Mal gucken, ob er das macht. Glaube ich ja fast nicht, weil ich ihm die Gitarre nachher vorbeibringe. Ja. Aber ich freue mich, ein bisschen freue ich mich auch. Das nimmt so ein bisschen Form an hier. Also ich weiß ja nicht, ob eine gute oder was, sondern aber das, ja. Macht schon Spaß hier auch. Der Laden macht auch Spaß eigentlich, muss man auch mal sagen. Ich meine, ich werde jetzt schon wehmütig, obwohl ich noch nicht geschlossen habe. Ist ja auch lustig, auch mit den ganzen Leuten und... Heute hatten wir Taubstummtreffen. Also der Patrick war da und der Thorsten war da und oh Mann ey, das ist eine Bande hier. Nur. Ich komme jetzt ein, könnt ihr noch ein bisschen bei zugucken, steckt euch vorne ab und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht der Dude. Bis dann, ciao, sagt der Tommy. Tommy, schlafe ich heute bei dir? Hä? Auf der Liege auf der Arm geschlafen hat oder was meinst du? Nee, wegen der Energie. Bei mir ist auch voll. Arndt ist mit seinem Kumpel da. Nein. Hallo? Ja, hallo. Ja, kommt der gar nicht. Warte mal, hast du noch eine Sekunde, weil ich da jetzt achte? Das muss ich ja eh liefern. Achso. Nee. Und der hat ja da seine. Was heißt denn das? Dicht machen jetzt? Sandbar, genau. Da würde ich eben dicht machen, das ist ja eh schon alles drin. Ja, komm.
Ja? Was denn? Soll ich die Gitarre mitnehmen zum Klippern? Nee.